Kapitel 11. Die Flamme erlischt. Für nun begleiten wir jedoch einmal Flamme zu einem etwas späteren Zeitpunkt an einem anderen Ort. Inzwischen hatte auch er Trubelstadt hinter sich gelassen und war an jenem Ort angekommen, welcher scheinbar am besten für das wäre, was er vorhatte. Die Vulkaninsel. In Trubelstadt wurde Flamme hier ein Ort versprochen, welcher erfüllt von Hitze und kochender Lava wäre. Doch bereits bei der Ankunft erkannte das Vulpix, auch dieser Ort blieb nicht unverschont vom ewigen Regen und seinen Folgen. Nirgends brannte Feuer, nirgends floss Lava. Fast nirgends. Hier stand Flamme nun am Fuße des Vulkanes. Die Spitze des Monumentes sah er nur von unten. Aber den Rauch, welcher von dort aufstieg, den erkannte das Vulpix. Dort oben an der Spitze, dort würde er fündig werden. Also würde er diese Spitze erreichen. Es war seine Pflicht. Er musste. Auch wenn das Lapras, welches ihn hergebracht hatte, eine Warnung aussprach. Eine Warnung, welcher Flamme nicht einmal zuhörte. Wozu denn auch? Einen anderen Weg als den nach vorne gab es nicht. Also begann der Aufstieg. Der Aufstieg einer leblosen Insel. Es schien nicht so, als würde irgendein Pokémon sich noch wahrlich an diesem Ort befinden. Wozu auch? Früher konnte hier nur leben, was die Hitze brauchte. Und nun konnten genau diese Wesen hier kein Heim mehr finden. Störte Flamme das? Nein. Er war nicht für Pokémon hier. Er war für die Hitze hier. Hitze so stark, dass sie selbst eine Flamme verbrennen könnte. Was wohl der Rest seiner Gruppe gerade tat? Das Vulpix wusste nicht einmal, was er sich wünschen sollte. Es würde wenig Sinn machen, wenn die vier nach allem, was geschehen war, immer noch dazu bereit wären, sich auf die Suche nach ihrem einstigen Anführer zu machen. Andererseits, sobald er hier fertig wäre, er musste diesen Krieg führen, bis zum letzten Moment. Ein Fremder, was willst du hier? Warum bist du auf meiner Insel? Ganz leblos war dieser Ort wohl doch nicht. Aber was wollte jetzt irgendein Mon von Flamme? Ich suche nach dem heißesten Ort dieser Welt. Sieht es für dich aus, als gäbe es hier noch viel Hitze. Geh, Fremde sind hier nicht willkommen. Ich sehe den Rauch an der Vulkanspitze. Also werde ich dorthin gehen. So simpel ist das. Ich glaube, ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Geh! Du wirst keinen Schritt weiter aufsteigen. Dieser Ort leidet genug unter dem Zerfall dieser Welt. Das Letzte, was der Vulkan braucht, ist ein Fremder. Deinesgleichen sind nicht einmal willkommen, wenn die Welt normal lebt. Ich habe dich schon beim ersten Mal verstanden. Allerdings habe ich gesagt, dass ich da hoch muss. Also gehe ich auch da hoch. Ich sag dir, fordere mich nicht heraus. Ich wache über diese Insel schon seit Jahrzehnten und bisher konnte ich jeden Eindringling das Fechten lehren. Selbst die Helden unserer Welt drangen einst hier ein und lehrten mich fechten. Ich sagte, ich muss weiter. Verschwende nicht unsere Zeit. Lass mich durch, dann ersparst du uns beiden etwas. Wenn Flamme eins gut konnte, dann war das Nerven, ne? Und sich hier gegenüber fand das Vulpix ein sehr reizbares Pokémon. Du hältst das Ganze hier wohl für besonders witzig, was? Ich habe schon viel Schlimmeres als ein kleines Vulpix erlebt. Wenn du so dringend eine Lektion brauchst, dann gut! Mit einem lauten Brüllen umgaben Flammen das fremde Pokémon. Du wirst der Erste, der es mit mir, Entei, aufnehmen kann. Kurz schwankte Flamme. War es dieser Kampf wert?
Instinktiv griff er zunächst zu seinem Beutel, voll mit Telizium. Als seine Pfote jedoch das Kraut berührte, stockte er. Nein, die Flamme würde dieses Kraut nutzen. Doch die Flamme war am Erlöschen. Zu viel war verloren. Zu viel verschollen in der Ewigkeit. Und du wärst der Erste, der die Flamme nicht bezwingen würde. Aber die Zeiten der Flamme nähern sich am Ende. Und alles, was fehlt, wartet an der Spitze. Ich habe keine Zeit für dich. Aber wenn du es denn willst... Flamme spürte eine seltsame Gleichheit in seiner Brust. Dann schaffe ich mir eben einen Weg. Flammen erfüllten die Gegend. Zumindest soweit es irgendwie möglich war im strömenden Regen. Als der Wächter der Insel angriff. Entei war weit größer als ein Vulpix und hatte auch deutlich mehr Körperkraft. In vielen Fällen hatte ein kleineres Mon jedoch einen Vorteil in der Agilität. Und dieser Fall gehörte nicht dazu. Entei hatte alle Vorteile. Stärke, Tempo und den bloßen Fakt, dass Flamme ein schrecklicher Kämpfer war. Doch die Flamme war erloschen. Beinahe. War dieses Vulpix wirklich noch Flamme? Auf jeden Fall hatte er, was Flamme scheinbar nie gehabt hatte. Entschlossenheit. Ein Ziel. Den Willen zu siegen. Es war anders als sonst. Und auch Flamme spürte es. Er hasste den Kampf. Immer war er sich unsicher über jeden Schritt, versuchte strategisch zu sein, scheiterte jedoch. Jede Bewegung war bedacht, jeder Gedanke endete falsch. Und heute war es anders. Flamme kämpfte nicht unsicher, weniger bedacht als sonst. Doch eher geleitet. Beinahe fühlte es sich an, als würde ein Engel die Schritte des Vulpix in dieser Schlacht leiten. So schoss er umher. Griff an, traf weit mächtiger als scheinbar möglich sein sollte. Allerdings gab es einen großen Unterschied zwischen dem, was Flamme fühlte und dem, was er nach außen hin ausstrahlte. In den Augen des Wächters der Vulkaninsel kämpfte das Vulpix nämlich alles andere als wie von einem Engel geführt. Eher im Gegenteil. In der Eleganz und Bedachtheit der Angriffe und Bewegungen spiegelte sich etwas beinahe Dämonisches von außen erblickt. Um das Vulpix schwebte Glut, pechschwarz in der Färbung. Und die Angriffe schienen nahezu darauf aus, ihr Ziel zu quälen. Das letzte Mal, als Pokémon im Kampf gegen Entei eine seltsame Ausstrahlung erfuhren, hatte es sich um die späteren Helden dieses Weltenbaumes gehandelt. Aber mit diesen hatte es Entei aufnehmen können. Selbst nach der unnatürlichen Entwicklung. Aber das hier war anders. Woran lag es? War der Wächter einfach nicht mehr in Form? Schadete als Meister des Vulkanes die Schwäche des Ortes und der Regen ihm so viel mehr als einem Vulpix? Nein, nein, es war etwas anderes. Es gab einen weiteren, größeren Unterschied zu Enteis Begegnung mit den Helden. Und ein Unterschied zwischen den Helden und diesem Eindringling. Damals hatte Entei mit voller Seele diese Heimat verteidigt. Seine Feinde erfüllt von Rückhalt, da auch sie wussten, dass ihr Gegner lediglich das Wohl seiner Heimat wollte. Heute war es anders. Wie sehr konnte Entei sich wirklich davon überzeugen, diesen Ort schützen zu wollen? Was gab es denn noch zu schützen? Der Vulkan war am Sterben, egal wer eindrang und wer nicht. Und anders als Entei oder die Helden damals. Dieses Vulpix wurde von etwas geleitet. Von einer tiefen Entschlossenheit. Auf welches Ziel diese Entschlossenheit hinauslief, auf ein finsteres oder ein heldenhaftes, das konnte Entei nicht ahnen. Alles, was der Wächter wusste und sah, war... Heute war nicht sein Tag. Die Angriffe des Vulpix begannen Spuren zu hinterlassen. Genug! Es reicht! Dann geh doch, wohin du willst! Es hat keinen Zweck für mich, einen toten Ort zu bewachen! Nachdem sein Feind den Kampf selber hatte entgehen wollen,
war dem Wächter durchaus klar, wie Flamme nun reagieren würde. Oder zumindest dachte Ente, es wäre ihm klar. Nein, das war nicht der Plan. Dunkle Flammen umgaben das Pokémon wie Ketten. Und nicht dafür bereit, pressten sie ihn zu Boden. Du wolltest diesen Kampf. Auf einmal änderst du also doch deine Meinung. So schnell, weil dir die Konsequenzen deiner Entscheidung nicht gefallen. Ist es das? So funktioniert das Leben nicht. Deinen Taten folgen Konsequenzen. Du wolltest Blut fließen sehen? Ein scharfer Schmerz durchdrang Entei. Also wird Blut fließen. Flamme blickte den Wächter mit einem Blick voller Feuer an, bevor er sich wegdrehte und ging. Auch die Flammen, welche Entei hielten, schwanden wieder und ließen das Pokémon schmerzerfüllt auf dem Grund liegen. Mit dieser Aufgabe erledigt, machte sich Flamme wieder auf den Weg. Er hatte Wichtigeres zu tun, als sich mit einem Narren wie Entei abzugeben. Dachte dieses Pokémon, dass es immun vor Konsequenzen wäre. Niemand ist das. Jeder Schritt, den ein Pokémon macht, egal wie klein, hat Folgen. Folgen, die ewig werden können. Die viel, viel mehr werden. Weit Größeres. Und Folgen erwartete auch Flamme selber. Im Verlaufe dieser Reise hatte er vieles getan. Viele Dinge, die alle kulminieren würden. Die ultimative Konsequenz mit sich bringen. Und auch gab es ein weiteres Pokémon in Flammes Verstand. Sakit. Sein Handeln war der Ursprung vom Ende. Gleich zwei Male. Einmal im Weltenbaum des Forstes, einmal in dem des Sturmes. Die Zeit würde bald kommen. Für nun folgte Flamme erst einmal dem schwarzen Rauch, welcher aus der Spitze des Vulkanes aufstieg. Dort musste es Hitze geben. Nebenbei griff das Vulpix wieder und wieder nach Tilithium. Nur um jedes Mal zurückzuschrecken. Nein, er dürfte nicht nachgeben. Nicht so einfach. Die Spitze nahte. Und sie war beinahe, was Flamme erwartet hatte. Eine Ruine. Doch Ruinen beinhalteten immer, was Flamme als einziges brauchte. Überreste. Ein einst riesiger See aus Lava war weit geschrumpft. Doch immer noch mehrere Male so groß wie Flamme selber. Auch lagen Steine an diesem Ort, viele von ihnen mit orangener Glut. Die meisten von ihnen jedoch zersplittert. Alle außer einem. War es Zeit? Gerade wollte Flamme den Stein genauer betrachten. Da wurde er erneut von einer Stimme unterbrochen, welche durch den Lärm des Regens hallte. Halt! Kein Schritt weiter! Eine Stimme, welche Flamme gut kannte. Eine Stimme, welche ihn wohl mehr hätte stören sollen, als sie es tat. Du bist alleine, Flamme, was? Das Vulpix wandte sich um, erspähte ein überraschtes Arcani. Seine riesige Verkleidung als Omegons Diener hatte er abgelegt. Nun nicht mehr vonnöten, da der Feind ihn ohnehin kannte. Die Sense aus Sternen schwebte schlicht neben Sakit. Du bist mir gefolgt. Aber du hast Unrecht. Wobei mir deine Worte sowieso egal sind. Du hast recht. Worte sind wertlos. Flamme. Omegon hat genug. Davon, dass ihr reist. Er hat mich in diese Welt geschickt. Mit einem klaren Befehl. Ich kann nicht mehr gnädig bleiben. Es ist wohl besser, dass du alleine bist. Das ist möglich. Ja. Und doch hast du Unrecht. Sakit, ich habe auf unser Treffen gewartet. Du weißt nicht einmal, was du getan hast, stimmt? Es hat sich lange aufgebaut, doch das Labyrinth war, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und jetzt sind wir an jenem Ort angekommen. An jenem Ort,
an welchem die Flamme erlöschen soll. Ohne zu zögern griff Flamme nach dem glühenden Stein. Und grelles Licht erhellte die Umgebung. So wie es nun einmal war, wenn ein Vulpix einen Feuerstein berührt. Und nun stand Sakit ein neues Pokémon gegenüber. Ein Vulnona. Ein Vulnona mit einem Blick aus Stein, doch gleichzeitig vermittelte er eine Finsternis. Doch der Moment ist gekommen. Flamme, er war ein Vulpix, ein Krieger. Doch ein Krieger, der falsche Pfade eingeschlagen ist. Ein Krieger geleitet von einem Kraut und von Hass. Ein Krieger, der nichts hatte, um sich zu halten, bis er ein Pokémon fand. Die Ära dieses Kriegers hätte lange enden müssen. Damit die Erinnerung an Flamme nicht schmutzig ist, so wie sie es nun ist. Flamme war ein treuer Krieger. Doch er glaubte nicht an Konsequenzen. Und als er seinen Partner verlor, trat er in den Regen. Eine Flamme, die schon lange unsicher flackerte. Und eine Flamme im Regen. Er ist erloschen. Sakit, ich habe nur darauf gewartet, dass wir uns treffen. Denn du bist schuld. Du bist schuld an allem. Du hast ihn getötet. Du hast Zorak getötet. Ohne dich, ohne dein Eingriff, würde er noch leben. Aber nein, du musstest deine dreckigen Klauen in die Räder des Schicksals krallen. Eine Zukunft zerstören, die nur in Träumen hätte sein können. Wenn nun vor dir steht, ist ein neues Pokémon. Jemand, der gelernt hat, aus einem verendeten Leben. Ich muss endlich das Pokémon sein, das die Weltenbäume wahrlich brauchen. Das Pokémon, welches Flamme nie war und nie sein konnte. Deswegen ist die Flamme erloschen. Und alles, was bleibt, ist Asche. Und an der Asche wirst du ersticken. Es wird Zeit, dass auch du Konsequenzen lernst.